Okay. Und der nächste Schritt, Tabellen. Tabellen sind irgendeine Darstellung, also strukturierte Darstellung von irgendwelchen Daten, die ihr habt. Vielleicht also Standard-HTML-Tabellen wird jeder kennen. In Markdown sieht die Tabelle einfach nur mit LIA Table. Wir nehmen mal eine dreispaltige Tabelle. Ganz einfach so aus. Das heißt, wir definieren einen Kopf mit jeweils den normalen Strichen, unterteilen diese Zellen. Der Kopf wird abgetrennt durch diese Minusnotation. Also wie man sieht, wobei diese Doppelpunkte jeweils angeben, wohin. Das heißt, dieser Text ist zum Beispiel rechtsbündig, auch für die Spalte, wollen wir das Ganze zum Beispiel zentriert haben. Dann wäre es diese Notation. Das heißt, Item sieht man jetzt vielleicht, das ist ein bisschen mehr in die Mitte gerückt. Genauso wie der Header. Oder rechtsbündig. Und wir speichern das Ganze so einfach. Möchte man zusätzliche Zellen hinzufügen, dann kann man das zum Beispiel mit, ja, einfach durch Anhängen. Nehmen wir mal also, das muss jetzt nicht schön formatiert sein. Theoretisch funktioniert auch sowas. Und ihr könnt hier natürlich auch jede mögliche Art, also um die Zellen zu beschreiben. Das Ganze kann natürlich auch kursiv sein. Man könnte auch ein Bild oder einen Link einfügen, je nachdem, was ihr euch wünscht. So, das wären praktisch die Standardtabellen, wie sie von Markdown zur Verfügung gestellt werden. Also diese Basisnotation. Das heißt, LiaScript erweitert das Ganze natürlich noch ein bisschen. Ihr könnt sortieren, absteigend, aufsteigend, je nachdem, nach verschiedenen Inhalten. Aber im Grunde ist ja so eine Tabelle ja auch so eine Art Datensatz. Das heißt, nehmen wir es mal anders. Das heißt, hier können natürlich auch, wie in jedem anderen Datensatz, ich weiß nicht, Pandas, wenn das jemand kennt oder sowas, auch Werte drin gespeichert werden. Das heißt, das wäre zum Beispiel die erste Spalte, das ist die Erweiterung von JavaScript, erlaubt es zum Beispiel, dann machen wir das mal separat. Das heißt, die erste Spalte hat die Möglichkeit, immer so eine Art X-Wert zu sein oder X, ja, XY-Diagramm praktisch immer irgendwas mit, ja, die X-Spalte oder den X-Wert darzustellen. Hier können wir zum Beispiel 4 nehmen. Unsere X-Werte wären jetzt hier zum Beispiel 1, 2 und 4. Und das Ganze möchten wir mit, ich weiß nicht, 2 Kilogramm, 5 Kilogramm ist dann die nächste Spalte, sind unsere Werte. Und dann wären es zum Beispiel minus 12,1 Kilogramm. Oder je nachdem, kg. Die Tabelle noch mal schön, damit man es mehr besser sieht. Also LiaScript bietet nun zusätzlich noch 3 Typen von Visualisierung an. Das sieht man hier. Das heißt, solange gibt es eine, ist die erste Spalte, sind da zum Beispiel Zahlen und sind die alle unterschiedlich, dann wird noch die Möglichkeit geboten, das in einem normalen Kurvenverlauf Diagramm darzustellen. Das heißt, wir haben hier 2, 5 und minus 12 Kilogramm. Das heißt, das wäre unser Header, das nennen wir mal Gewicht. Das heißt, wenn wir uns das darstellen, dann wäre das der Verlauf des Gewichtes mit X-Wert an für X1, 2, 5 und hier haben wir unsere minus 12. Das heißt, hier könnte natürlich noch ein anderer Wert stehen. Zum Beispiel sagt man Gewicht, ich weiß nicht, Alter. Wenn wir uns das Ganze darstellen lassen, dann haben wir jetzt hier noch einen zusätzlichen Wert. X-Wert ist gleich 1 und das Alter ist gleich mit auf 12 dargestellt.
Wer es vielleicht noch anders mag in der Darstellung, kann sich das auch in einem Barplot da anzeigen lassen. Man hat die Möglichkeit, dann theoretisch noch hinein zu zoomen, wen es interessiert. Man geht wieder zurück oder kann tatsächlich auch hier selber die Daten noch manipulieren. Und man kommt wieder zu seiner tabellarischen Darstellung. Das heißt, wie werden Zahlen interpretiert? Das heißt, hier muss es zumindest das erste Wort, das durch Leerzeichen irgendwie abgetrennt wird, muss eine Zahl sein. Und danach kann alles Mögliche kommen. Und wir haben immer noch diese Darstellung. Das heißt, immer nur der erste Wert. Möchte ich den vielleicht nicht dargestellt haben, dann muss ich einfach diese 12 Kilogramm oder 2 Kilogramm wegnehmen. Und die verschwindet dann praktisch auch hier in der Darstellung. Das heißt, wir haben nur noch zwei Werte, minus 12 und 5. Aber die 2 für den x-Wert 1 sind jetzt komplett verschwunden. So als einfache Darstellung. Das wäre halt ein Diagramm, ein Liniendiagramm, müsst ihr euch vorstellen. Das Ganze könnt ihr natürlich auch noch als Scatterplot, also wenn es jetzt nur um eine Punktsammlung geht, so vervollständigen. Das heißt, sobald ein Wert, ein x-Wert mehrfach auftaucht, dann kann ich das nicht mehr in einer Funktion abbilden. Das Einzige, was ich machen kann, ist nur noch diese Punkte darzustellen. Also den Unterschied, den erkennt ihr auch hier. Das ist dann praktisch ein Scatterplot und jetzt werden nur noch die Punkte jeweils, eure x, y-Werte, also Alter und Gewicht oder sowas jeweils angezeigt. Das heißt, sobald hier ein x-Wert doppelt auftaucht, ist ein Scatterplot, sind diese unique oder gibt es nur einen Wert davon, dann ist es ein XY-Diagramm. Und um das Ganze noch vielleicht zu vervollständigen, wir haben ja hier noch diese Bargraphen, gibt es auch noch die Möglichkeit zum Beispiel, was auch interessant ist für die Datenanalyse. Das heißt, haben wir hier keine Zahl, sondern sowas wie Gruppe 1 oder abgekürzt. Maus Fisch. Das heißt, hier gibt es keine Zahl mehr, die wir darstellen können. Wir können das Ganze aber als Barchart darstellen. Das heißt, wir wissen hier, jetzt das relative Alter einer Maus oder sowas, das Gewicht, das die Maus hat, in welcher Einheit halt auch. Und hier kommt natürlich, da ist auch der Vorteil. Das heißt, man könnte zum Beispiel die Gruppen sortieren nach alphabetisch. Das heißt, euer Elefant kommt dann als Erster, dann der Fisch, dann die Maus, dann der Mensch. Aber ihr könnt natürlich auch nach allen anderen Werten dann sortieren. 12, 13 Jahre, die anderen sind dann gleichrangig. Oder in die andere Richtung. Das heißt, die Markierung oder das Sortieren passiert jeweils so: unsortiert, absteigend oder aufsteigend, absteigend, unsortiert. Und jeweils jeder andere schaltet das Ganze für die anderen dann aus. So viel zu der erweiterten Darstellung von Tabellen. Ach ja, bevor ich es vergesse, ihr könnt natürlich, wenn euch das Bild gefällt, das hätte ich gerne auch noch weiter ja, würde ich gerne noch weiter nutzen, etc. pp. Dann könnt ihr natürlich auch hier, was man nicht sieht, bei Store das Ganze auch speichern. Also auf der Webseite funktioniert es dann ein bisschen besser, aber theoretisch wäre das jetzt die Grafik haargenau dieselbe. Das können wir auch nachher nochmal vielleicht probieren oder ihr probiert es einfach aus. Das heißt, jede Tabelle, die diesen Regeln folgt und als Grafik dargestellt werden kann, bei der kann diese Grafik auch gespeichert werden.